Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser und Unterhaltung. Ich bin Raimund, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal die wohl bitterste Niederlage, die ich seit langem in War Thunder erlebt habe, gemeinsam anschauen. Wir sind mit dem amerikanischen 2-3er-Deck unterwegs, mit den M5 Stewards. Jetzt nicht wundern, die Runde ist noch entstanden, als die M5er noch auf 2-3 gewesen sind. Nach dem BR-Update sind die ja auf 2-7 hochgerutscht, was ja in dieser Woche kam. Insofern, ja, nicht wundern, wenn wir hier noch Fahrzeuge sehen, die da nicht so ganz reinpassen mehr. Also jetzt die M5er auf 2-7, Runde noch, als sie 2-3 gewesen sind. So, Sinai, die Karte, Eroberungsversion 3, sprich also nur ein Cap-Punkt und das ist hier A. Und ihr seht hier auch schon, hier geht schon gerade extrem die Action ab dazwischen. Ich habe jetzt erstmal spekuliert, dass niemand hier außen rumfahren wird, also niemand von den Gegnern hier außen rumfahren wird. Eben gerade hat hier eben dieser T50 versucht und hier eben noch der kleine deutsche Panzer, der hier steht, hier das Sonderkraftfahrzeug 221, dass wir hier ganz easy mit unserem MG rausnehmen können. Von unseren Leuten hat es auch einer oder versucht es auch einer, hier hintenrum der M8A1. Normalerweise ist es ja so, ja, dass auf dieser Karte oder die meisten Versionen, die man auf dieser Karte spielt, eben die Vorherrschaft ist mit den drei Cap-Punkten, wo eben hier einer ist, hier oben und dann hier unten in dem Dorf. Im Moment sieht es noch ganz gut aus soweit. Wir sind alleine nur schon durch die Abschüsse, liegen wir 400 Punkte vorne. Der Schuss war jetzt richtig schlecht. Jetzt beim dritten haben wir ihn. Zwei Abschusshilfen haben wir auch schon. Zwei Abschüsse selber gemacht. 820 Punkte. Glücklicherweise hat von den Gegnern hier keiner die Idee gehabt, hier außen rum zu fahren. Denn das kann man hier auf dieser Version tatsächlich sehr, sehr gut machen. Wenn man hier einfach außen rum fährt, dann kann man den Gegnern schön in die Flanke fallen. Muss aber natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit vorfährt. Dass man da eben nicht im Spawn-Bereich schon gespottet ist. So, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 4 Abschüssen. Jetzt schnappen wir uns hier noch den Crusader, wir versuchen es zumindest, sind aber kläglich am Crusader gescheitert. Sind nochmal am Crusader gescheitert. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, alles klar, jetzt fahre ich hier tatsächlich nicht nochmal raus, weil sonst kriegt mich der Crusader. So, jetzt kommt hier vorne noch eine Valentine. Das ist aber für uns eigentlich jetzt auch kein großes Problem, sie zu durchschlagen, wenn wir sie richtig treffen. Gut, da kommen wir jetzt leider nicht durch. Also versuchen wir es in der Unterwanne. Zack, da geht es natürlich ziemlich easy. So, den Panzer 4F1 da vorne haben wir nicht mehr erwischt. Jetzt werden wir hier von der Seite beschossen. Irgendwer hatte dann doch die Idee, hier mal rumzufahren. Da unten, ihr seht es, der Puma. Wir müssen kurz warten, bis unser Turm wieder besetzt ist und können uns jetzt in aller Seelenruhe hier dann um den Puma kümmern. Bombe war knapp. So, dadurch, dass wir hier nur die Hartkernmunition haben, ja, das war ein AS-42, ein Italiener, ja, haben wir natürlich immer so auch so ein bisschen das Problem, dass wir ja, tatsächlich bei einigen Schüssen, wie ihr es eben gerade gesehen habt, schlicht und ergreifend einfach keinen Schaden machen. Warum möchte ich euch diese Runde zeigen? Ich möchte einfach, um auf das Thema jetzt dann nochmal zu sprechen zu kommen, ja, euch einfach dafür sensibilisieren, beziehungsweise euch auch anhand dieses Beispiels zeigen, dass man sich nie wirklich sicher sein sollte, dass man safe gewinnt. Also es gibt ja so Situationen, die werden wir hier jetzt auch gleich sehen. Ich zeige euch nur die gesamte Runde, damit ihr die ganze Entwicklung mitbekommt. Denn ihr seht das hier, wir haben es jetzt geschafft, A1 zu nehmen, nachdem wir zusammen mit dem M8A1 da ein bisschen gerade vorne so gut wie es ging geblockt haben. Das ist uns auch ganz gut gelungen, deswegen haben wir jetzt mittlerweile im ersten Step auch schon 7 Abschüsse gemacht und 4 Abschusshilfen. Das war jetzt Abschuss Nummer 8. 2533 Punkte.
Da ist der AS, der uns eben gerade auch schon rausgenommen hat. Aber ich schaffe es einfach nicht, mit den 30er Kalibern ihn hier rauszunehmen. Sein Richtschütze will einfach nicht draufgehen. Und deswegen schafft das auch völlig zu Recht, mich hier nochmal rauszunehmen. Hat mich an der Stelle ein bisschen aufgeregt, aber gut. Wir haben ja A, noch genug Punkte und B, auch noch genug Zeit. Und ihr seht auch hier oben schon, der Ticket Bleed geht relativ schnell. So, jetzt gehen wir hier nochmal in den M3A1. Der hat genau die gleiche Bewaffnung. Und jetzt schauen wir mal, ob wir damit noch ein bisschen mehr machen können. Also, ihr seht hier auch schon, es ist eigentlich relativ ausgeglichen von den Spielern bei uns und den Spielern vom Gegner, die schon raus sind. Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer angucken, sehen wir eigentlich, dass es bei uns tatsächlich eigentlich sogar nur zwei sind, die schon komplett raus sind, und beim Gegner sind es schon fünf. Auch das, wenn man zwischendurch aufs Scoreboard guckt, natürlich ein entsprechender Indikator, okay, der Gegner hat deutlich weniger Spieler mittlerweile auf dem Feld als wir. Da drüben der T28. Der sollte kein großes Problem für uns sein, ein Stückchen höher zielen. Und da haben wir ihn, Abschuss Nummer 9, 2928 Punkte. Der Ticket Bleed geht ordentlich nach unten und solange wir A einnehmen, so jetzt ist der AS42 raus, solange wir A halten und auch eingenommen haben, solange haben wir für uns keinerlei Probleme. Und es sieht eigentlich relativ safe aus. Bisschen auf die Flieger achten, weil da doch einige noch drin sind. So, ich versuche jetzt hier wieder an die gleiche Position zu fahren wie eben gerade. Oh, da ist ein Panzer 3N, das ist natürlich nicht cool. Der hat uns jetzt mit seiner Heat mal direkt in den Tank geschossen. Also Glück für uns. Ich versuche ihn jetzt zu umfahren. Weil wir müssen dicht an ihn ran. So, und da seht ihr, das hat leider hier an der Stelle nichts gebracht. Wir sind in seiner Laufrolle hängen geblieben und er haut uns natürlich mit der Heat, mit der zweiten Heat einmal direkt eine rein. So, weil ich jetzt eben gerade auch gesehen hatte, dass so ein paar Flieger drin sind, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, in den Flieger reinzugehen. Und hier fängt es jetzt tatsächlich an, der erste Schritt zur Fehlentscheidung zu werden. Denn ich sehe, dass ein Drittel ungefähr, noch ein Drittel, vielleicht ein bisschen mehr der Punkte noch da sind. 6.104 Punkte, wir haben noch 13.600. Wir sind mittlerweile schon bei 9 Abschüssen, 3.140 Punkte. Mit der kleinen P36G hier, die ist sehr, sehr wendig. Die kann man gut fliegen, die kann man gut spielen. Es sind einige Flieger in der Luft und da kriege ich dann sogar ein bisschen was hin damit und bin jetzt auch aufgrund dessen, dass unten am Boden noch genug Fahrzeuge vorhanden sind, eben einfach davon ausgegangen, dass unser Team das schafft und ich mich hier dann, sag ich jetzt mal, in aller Seelenruhe um die Flieger kümmern kann. Damit die unseren Leuten am Boden nicht auf die Nerven gehen. So, jetzt haben wir schon das erste Problem. Ihr seht es jetzt. Jetzt wird A gerade vom Gegner decapped. Aber sie haben nur ein Decap gemacht und machen keinen Cap. Das ist insofern erst schon mal gut, da es der Ticket Bleed nicht dann anfängt, gegen uns zu laufen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die Stuka kriegen. So, Flak Johnny von uns kriegt sie nicht. Wir bleiben aber dran, müssen aber aufpassen. Die hat natürlich einen Heckschützen. Jetzt ist sie raus, deswegen haben wir Abschusshilfe Nummer 6 mittlerweile kassiert. Also wir haben insgesamt schon insgesamt 15 Ziele schon so bekämpft, dass wir 9 selber rausnehmen konnten und für 6 eben noch eine Abschusshilfe bekommen haben. So, der ist auch raus hier.
Und das sieht nach wie vor immer noch relativ gut für uns aus. Deutlich mehr Stress haben die Gegner. Denn die müssen jetzt entsprechend cappen. Wir haben in der Zwischenzeit schon die nächste Abschlusshilfe kassiert. Also wir stehen hier ziemlich gut da. Links von uns sind zwei Feindflieger, beziehungsweise glaube ich sogar drei Feindflieger. Ja, drei sind sogar. Ich fliege jetzt absichtlich hier außen rum, damit ich sie mir von der Seite beziehungsweise von hinten packen kann. Uns ein bisschen. So. Da haben wir ihn so schwer beschädigt, er müsste eigentlich abstürzen. Ah, doch noch nicht. Den Gefallen tut er uns dann doch nicht. Er hält sich gut. Sein Heckschütze gibt uns aber richtig dreckig. So, jetzt haben wir hier Abschuss Nummer 10. Jetzt kümmern wir uns gleich um die nächste Stuka. Da ist er. Versucht uns tatsächlich auszuturnen. Aber wir sollten mit unserer P-36 eigentlich besser dran sein. Pieken wir ihn mal ein bisschen, dass er ein bisschen genervt ist von uns. Er hat auf jeden Fall schon mal ein Wasserleck. Da haben wir ihn, Abschluss Nummer 11, 4147 Punkte. Gut für uns jetzt, wir nehmen jetzt A wieder ein. Hinter uns ist ein Jäger. Muss ein bisschen aufpassen. Diese Jacks sind unwahrscheinlich wendig. So, er wirft jetzt seine Bomben ab, deswegen drehe ich hier jetzt mal ab, weil er auch zum Flugplatz zurückfliegt und mich wahrscheinlich in die Flak locken will. So, mittlerweile sehen wir auf dem Boden gar nicht mehr so gut aus. Eine Flak ist noch drin und ein mittlerer Panzer. Aber der Ticket Bleed sieht immer noch sehr gut aus für uns. 1500 Punkte hat der Gegner noch, wir sind noch bei knapp 12.000. Und ich glaube, man hat auch gesehen, die beiden Flieger, die wir vom Himmel geholt haben, dass das auch ganz wichtig gewesen ist, die da runterzuholen, damit sie halt eben nicht noch mehr unten auf dem Boden rausschießen. So, jetzt sind sie zu dritt. Der in A, den hat es jetzt zerlegt. Und genau jetzt fängt der größte Punkt an, der Gegner hat noch 358 Tickets und cappt jetzt A zurück. Jetzt ist genau der Moment, in dem die falsche Entscheidung gefallen ist von mir. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, im Flieger zu bleiben. So, die Jack ist hinter uns und folgt uns tatsächlich bis zum Flugplatz. Keine Ahnung, warum er das macht. Wir haben hier, glaube ich, sogar noch einen Teammate, der im Flieger sitzt, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Nee, doch nicht. So. Doch, jetzt hier. Er schmeißt schon mal seine Bomben ab, weil er Schiss hat vor der Jack. Was natürlich jetzt völlig Banane gewesen ist. So, die Flak hat uns mal den Arsch gerettet an der Stelle. Und jetzt seht ihr, die Punkte laufen gegen uns.
Und ich habe mich jetzt einfach darauf verlassen, dass unser Team das schafft. Eben noch mit einem Medium, Flieger war noch drin und die Flak. Tatsächlich hat der Flieger, der von uns noch drin ist, alle seine Bomben weggeworfen. Das hatte ich jetzt in der Runde, ich hatte zwar gesehen, und wie ich es auch gerade gesagt habe, gesehen, dass er ein paar Bomben weggeschmissen hat, aber ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich alle weggeworfen hat. Und ich bin jetzt einfach hier im Flieger geblieben und da ist genau die Fehlentscheidung, die ich hier getroffen habe. Ich hätte einfach nicht im Flieger bleiben sollen, sondern ich hätte in den Panzer einsteigen sollen wieder. Da hätte ich deutlich mehr noch machen können als jetzt, denn ihr seht, wie schnell der Ticket bleed. Ich mache das mal wieder auf normale Geschwindigkeit, halt runtergeht. Und einfach gegen uns tickt. Wir schaffen es zwar tatsächlich noch, den Gegner auch auf 58 Punkte runterzukriegen, aber unser Team schafft es nicht. Die stehen da nämlich hier noch zu zweit drin. Ich gehe mal hier, damit wir uns das ein bisschen genauer angucken können, gehe ich jetzt mal hier direkt auf A. Ja. Also, hier steht ein Gegner. Und hier steht auch noch einer. Und wir haben jetzt einfach nicht mehr genug Kraft. Es ist hier an der Stelle noch ein Panzer, der sie entsprechend bekämpfen kann. Aber wir haben jetzt nicht genug Kraft, vor allen Dingen, weil sie auch relativ clever nebeln. Das macht der Panzer 3N hier saumäßig gut. Weil er lädt natürlich die ganze Zeit seine Rauchgranaten wieder auf. Das waren wir, hallo. Seine Rauchgranaten wieder auf und nebelt sich hier quasi ein Wolf. Auch die Arti bringt nichts. Wir haben zwar jetzt hier nochmal einen Anflug machen können, ihm die Kette gezogen, aber wie ihr das jetzt hier an der Stelle sehen könnt, passiert nichts mehr und ich halte hier jetzt auch das Replay an, weil die Tickets sind jetzt runtergelaufen. Wir haben 0 Punkte und verlieren mit 58 Punkten und zwei Gegnern, die noch in A stehen, und obwohl wir 11 Ziele selber rausnehmen konnten und alleine 7 Abschusshilfen gesorgt haben, haben wir es hier jetzt an der Stelle nicht mehr geschafft, obwohl wir ewig gefühlt in dieser Runde die Nase vorn hatten, haben wir es nicht geschafft, den Gegner hier am Ende dann doch noch dazu zu bringen, Fehler zu machen. Die haben das hier einfach ganz cool, clever runtergespielt. Gerade der Panzer 3N hier, der sich einfach ständig dauerhaft eingenebelt hat und somit die Sicht auf sich versperrt hat und auch die Sicht auf seinen Teammate, der hier sowieso zwischen den beiden Steinen steht. Also den hätte man erstmal suchen müssen, sowieso auch. Und den 3N auch. Also das haben sie wirklich hier clever runtergespielt. Und das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Niederlage, wenn man bedenkt, dass wir hier so lange in dieser Runde die Nase vorn hatten. Tja, so kann es auch gehen. Und ja, so seht ihr halt eben auch mal, dass immer nicht alles perfekt läuft. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Gerne alle eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Bewertet das Video gerne, egal ob positiv oder negativ. Es bleibt ja wie immer euch überlassen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun. So, ich gehe jetzt heulen. Das war echt traurig, dass wir das noch verloren haben.